Heimspielatmosphäre in der Frankfurter Eissporthalle ist für alle etwas Besonderes. Nicht nur für die Fans, auch der neue Torhüter Brett Jäger mag die Stimmung vor, wie er selbst sagt, den besten Fans der Liga. Doch wie und warum ist der 33-Jährige überhaupt zum Torhüter geworden? Ich wollte schon immer Torhüter werden, seitdem ich zum ersten Mal Eishockey gesehen habe. Mein Papa hat auch Eishockey gespielt, zwar nicht als Profi, aber auch in einer sehr guten Liga in Kanada. Und ich bin mit ihm immer in die Eishalle gegangen. Und sie haben nach den Spielen immer eine coole Party in der Kabine gefeiert. Und da bin ich mit meinen Kumpels aufs Eis. Und schon damals bin ich ins Tor gegangen. Ich habe einfach alles am Torhüter geliebt. Der Stock, die Fanghand und ja, natürlich die Maske des Torhüters. Ja, die war toll. Und es hat mir eben alles gefallen. Später hat mein Opa dann immer mit Pucks auf mich geschossen und mir alle möglichen Dinge entgegengeworfen. Ja, ich wollte einfach immer Torhüter sein. In der Partie gegen Heilbronn erwischten die Löwen den besseren Start. 12. Spielminute. Brett Breitkreuz scheitert zunächst am Gästetorhüter, rappelt sich aber wieder auf und fälscht dann zum Führungstreffer ab. Mit der knappen Führung ging es auch ins zweite Drittel. Hier zeigten die Gäste, dass auch sie Eishockey spielen können. Fehler in der Frankfurter Verteidigung und schon steht es 1:1. Jetzt heißt es für Brett Jäger, das Gegentor so schnell wie möglich zu vergessen. Da denkst du nur kurz darüber nach und dann muss es auch schon aus deinem Kopf sein. Du darfst nur eine kurze Erinnerung daran haben, denn der nächste Schuss ist der wichtigste. Und das vor allem, weil Brett Breitkreuz gleich noch einen nachgelegt hat. Nach dem ersten Frankfurter Treffer erzielte der in Kanada geborene Stürmer auch das zweite Frankfurter Tor. Beide Teams konnten jeweils noch einmal nachlegen, sodass es mit dem Spielstand von 3:2 ins letzte Drittel startete. Und wie zu jedem Drittel wartet die Mannschaft, bis der Torhüter fertig ist, denn dieser geht zuerst aufs Eis. Es ist einfach Tradition, dass der Torhüter die Mannschaft aufs Eis führt. Im Fußball, glaube ich, ist es der Kapitän. Es ist einfach eine Tradition im Eishockey, dass der Torhüter zuerst rausgeht. Und es ist cool, dass es so ist. Den letzten und wohl entscheidenden Treffer erzielte Clark Breitkreuz, der jüngere Bruder von Brett, der bereits zweimal getroffen hat, zum Endstand von 6:4. Mit 4 Gegentreffern war Torhüter Brett Jäger zwar nicht ganz zufrieden, aber Hauptsache, die Löwen haben gewonnen.